Aus der Tiefe gurgelten die verzerrten Echos. Keine Antwort. Vorsichtig trat er einige Schritte hinein. Es roch eigenartig metallisch und das Schimmern vor ihm wurde deutlicher. Es füllte den gesamten Felsengang aus. Eine ebene Fläche, eine Wand aus spiegelndem Material. Die Kerzenflamme und sein eigenes verstörtes Gesicht kamen ihm entgegen, verzerrt wie in einem alten, verzogenen Spiegel. Wo die Flächen auf den Fels trafen, waren sie fleckig. Rostige Streifen liefen hinunter. Er war im Begriff, sich wieder herumzudrehen, als er, halb aus dem Augenwinkel, eine Bewegung im Spiegel wahrnahm. Sein Spiegelbild hatte sich bewegt, oder vielmehr nicht bewegt. Es stand noch genau so da, die Kerze mit der Hand abgeschirmt, das Gesicht von unten angestrahlt. Es schaute ihn an. Manuel spürte, wie sein Gesicht sich mit dem Ausdruck von Furcht füllte, aber sein Spiegelbild schaute ihm unverändert aus der glänzenden Fläche entgegen. Der Ausdruck seines Gesichtes schien kalt und berechnend. Manuel hob die Kerze ein wenig und senkte sie wieder. Die Kerze im Spiegel folgte der Bewegung nicht. Mehrere Herzschläge verstrichen, dann hob sein Spiegelbild die Kerze mit einer kurzen, schnellen Bewegung, um sie sofort wieder zu senken. Eine höhnische Parodie. Das Spiegelbild lächelte ein kaltes, unangenehmes Lächeln. Das Gefühl, irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit zu hängen, wurde so stark, dass Manuel schwindelte. Sein Spiegelbild machte einen Schritt auf ihn zu, stützte die Hand gegen die glatte Fläche, lehnte sich dagegen und legte den Kopf schief. Es weidete sich an Manuels Schrecken beobachtete mit Genuss, wie das Entsetzen in ihm hochkroch. Ein Entsetzen, das grausamer war als ein sich selbstständig machendes Spiegelbild. Unheimlicher als das Gefühl, dass der eigenen Wahrnehmung jetzt überhaupt nicht mehr zu trauen war. Es war nicht die Angst, dass ihn dieser Mann dort vernichten wollte und sich dafür in einer Anwandlung grotesken Humors seine Gestalt geliehen hatte. Er kannte ihn über die Vertrautheit hinaus die das eigene Spiegelbild hat. Die Ähnlichkeit war auch weniger die eines Spiegelbildes, sondern eher die zwischen Zwillingen. Der Spiegel hatte ein kaltes, hartes Gesicht und Augen, aus denen Berechnung sprach, und eine subtile Grausamkeit. Er grinste, als er Manuels Erkennen sah. Er öffnete den Mund, und für Manuels Wirklichkeitsempfinden war es wie ein Schlag in die Magengrube, als er seine eigene Stimme dumpf durch den Spiegel hörte. Sie ist hier durchgekommen, aber dir werde ich es bestimmt nicht so leicht machen. <laughs> ich sehe gar nicht ein, warum ich einem so selbstgerechten Arschloch wie dir eine Chance geben sollte. Wer bist du? Manuels Stimme war leise und heiser. Ich glaube nicht, dass ich dir das erklären muss. Bist du mein dunkles Selbst? <laughs> Der andere begann zu lachen. Die Frage schien ihn ungemein zu amüsieren. »Wir sind hier nicht in irgendeinem pseudopsychologischen Fantasy-Roman, mein Lieber. Ich bin kein dunkles Selbst, mit dem du dich versöhnen musst, um die Einheit deiner Seele wieder zu erlangen. Ich bin bloß dein beschissenes Spiegelbild, ungefiltert sozusagen.« Manuel wusste nichts zu entgegnen. Es gab zu viele Momente in seiner Erinnerung, in denen er ihn schon gesehen hatte. Momente... Die ihn wie kaum etwas anderes verunsicherten, in denen seine Selbstwahrnehmung plötzlich gekippt war und ihn sich selbst als Arschloch zeigten, egozentrisch, selbstgerecht und mit Lust verletzend. Gut erkannt, erklärte das Spiegelbild, lässig gegen die andere Seite der Scheibe gelehnt. Du bist eine schlecht konstruierte Lüge. Dein ganzes Wesen ist ein Flickwerk aus Selbstbetrug. Und deiner Erinnerung Schönfärberei. Er fixierte Manuel durch den Spiegel hindurch, beobachtete mit kaltem Lächeln, wie seine Worte einschlugen. Die Menschen, die du Freunde nennst, sie dulden dich nur und ertragen deine Klugscheißereien und Bevormundungen nur aus Pflichtgefühl und Nachsicht. Wirklich mögen tun sie dich nur, solange sie noch nicht gemerkt haben, wie du wirklich bist weil du sie getäuscht hast mit deinem gebildeten Gelaber und den Lügen über dich selbst, an die du sogar selber glaubst. Halt die Schnauze! kreischte Manuel. Aber warum denn? Das Spiegelbild zeigte sich unbeeindruckt. Es entblößte nur noch mehr Zähne beim Grinsen, spitze Zähne. Manuel suchte nach Worten, die er ihm entgegenschreien konnte, aber er fand keine. Seine Brust schien bersten zu wollen von einer wütenden Angst. Er wollte gegen diesen Spiegel anrennen und ihn zertrümmern. Ich werde mir bestimmt nicht von einem wie dir das Maul verbieten lassen. Einem, der den Menschen, die ihn lieben, unendlichen Schmerz zufügt. Du Pseudopsychologe, hast deine beschissenen, pubertären Ängste vor der übermächtigen Frau. Auf liebenswert arglose Mädel projiziert und sie zu dunklen, intriganten Göttinnen gemacht in deinem verkorksten Hirnkasten. Hast ihnen mit deinen Vorwürfen und Unterstellungen das Herz zerrissen und ihre Gefühle mit Füßen getreten. Böse Absichten. Marionettenspielerinnen. Intrigenspinnerinnen. Psychovampire. Hör auf. Hör endlich auf! Er hatte die Hände auf die Ohren gepresst. Aber es half nichts. Weder die Hände auf den Ohren noch sein Geschrei konnten auch nur ein Wort des Spiegelbildes ersticken. Lässig gegen die Seite der Scheibe gelehnt, sprach es ruhig und ohne die Stimme auch nur zu heben: Schau dich doch an! Du benimmst dich wie ein verzogener Sechsjähriger, wenn er seinen Wutausbruch bekommt. Willst du nicht noch ein bisschen mit den Füßen stampfen? <laughs> du weißt, dass ich recht habe. Nur getroffene Hunde bellen. Ich kann dir noch mehr sagen, Brüderchen. Das Spiegelbild brachte sein Gesicht ganz nah an die Scheibe. Vor dem unendlich kalten Lächeln beschlug die Oberfläche. Aus den Augen blickte eine Verachtung, ein Belächeln, die die Wut in Manuel ins Maßlose steigerte. Eine Wut, die seltsam ungerichtet kochte und tobte, und seine Brust sprengen wollte und keinen Ausgang, kein Ventil fand. Du, stieß Manuel tonlos hervor. Seine entgleisten Gesichtszüge waren nur ein schwaches Abbild der Kämpfe in seinem Inneren. Das Gesicht vor ihm, kalt, lächelnd mit Augen, die sich kühl distanziert in seine Seele bohrten, stießen eine Tür auf, rissen eine Mauer ein, und eine Flut aus Bildern, Szenen und Gefühlen brach hervor. Du, sagte Manuel ein zweites Mal. Er hob den Blick und schaute das Spiegelbild an. Er fühlte, dass sein Blick jetzt ebenfalls bohrend war. Sein Rückgrat straffte sich, die Hände ballten sich zu Fäusten. Er machte einen Schritt auf den Spiegel zu, und zu seinem Erstaunen sah er, dass das überhebliche Lächeln ihm gegenüber zerbröckelte, und in die so wohlbekannten augen etwas kroch das wie furcht wirkte das durcheinander von wut und angst in manuel wirr und wild überkochend wie ein tollwütiges tier kreischend in seiner brust wurde ruhig und kühl klar gerichtet noch ein schritt manuel stand jetzt direkt vor dem spiegel der andere versuchte die maske seiner lässigkeit aufrecht zu erhalten aber es gelang ihm nicht als Manuel direkt vor dem Spiegel stand, wich er einen Schritt zurück, widerwillig, fast ein wenig ungläubig. Du hast keine Macht mehr über mich, sagte Manuel, ich habe dich erkannt. Er streckte den Arm aus und legte die Finger auf das Glas des Spiegels. Sie tauchten in das polierte Metall, als wäre es aus Spinnenweben. Das Spiegelbild stolperte einen weiteren Schritt zurück, und sein Gesicht verzerrte sich in einer Mischung aus Angst und Hass. Manuel zerriss den Spiegel wie ein Spinnennetz. Mit jedem Griff in die spiegelnde Oberfläche, jeder ausgreifenden Armbewegung zerrte er einen halben Meter herunter. Unzählige schwarze Witwen, diesmal in natürlicher Größe, krochen über die Höhlenwand davon und verschwanden in Ritzen und Spalten. Und mit dem Gesicht des Spiegelbildes geschah Unheimliches. Es war, als fetzte eine unsichtbare Klaue eine Maske von seinem Schädel. Jeder spiegelzerreißende Hieb Manuels zerriss auch das Gesicht vor ihm. Und darunter bewegte es sich. Eine schwarze, wimmelnde Masse. Und wo der Mund war, Zähne. Lang, spitz, wie aus Glas. Ein Maul mit Hunderten von Zähnen. Die Lippen zuckende Wülste. Was dachtest du? Krächzte die Stimme des Spiegelbildes, ein Gurgeln und Röcheln wie das Echo in den Gängen des Bergs. Was <laughs> <laughs> du irgendwelche vertreten Komplexe in dir entdeckst und ich mich, kaum, als du sie sehen kannst. In Wohlgefallen auflöse. Ich habe dir schon einmal gesagt, dass du dich nicht in einem pseudopsychologischen Selbstfindungsroman befindest. Er trat einen Schritt auf Manuel zu und zerriss mit einem Hieb seiner Hand den letzten Rest des Spiegels. Zugleich fiel das letzte menschliche von seinem Gesicht ab und von seinem Körper. Im Gang stand eine mannshohe Gestalt, die Glieder in ständiger Verwandlung, schwarzes Wimmeln, das sich in immer neuen Formen zusammenfand, nur die glitzernden Zähne aus Glas und das Maul blieben. Ott! Die Spiegelwand! Deinen Weg versperrt, Emanuel! Oder hat sie dich! vor mir beschützt. Das ist sicherlich eine Frage, die dich im Moment beschäftigt. Vermute ich. Das Spiegelbild machte einen Sprung, der nichts Menschliches mehr an sich hatte. Es schwärmte, floss, quoll und nur das zahngefüllte Maul bewahrte seine Form. Es prallte nicht gegen Manuel. Ein Strom unzähliger, vielbeiniger, schwarzglänzender Körper traf seine Brust und hüllte ihn ein. Sie waren überall. Krochen über Beine, Bauch und Arme, über Hals und Rücken, bedeckten Kinn, Wangen, Lippen, Augen, drangen durch Ärmel, Kragen und Hosenbeine, waren überall auf seiner nackten Haut. Und in seinem Nacken bildeten sie einen Klumpen, das Maul. Manuel konnte es nicht sehen, aber er spürte es, fühlte die nadelspitzen Glaszähne. Sie drangen in seine Haut. Er schrie, und die Dinger strömten in seinen Mund. Tausend nadelfeine Bisse flammten überall an seinem Körper auf, vereinigten sich, flossen zu einem allumfassenden, brennenden Schmerz zusammen. Manuel schlug um sich, warf sich auf den Boden, wälzte sich über den Fels. Sie klebten an ihm, krallten, bissen, drängten in jede Spalte. Ihre Körper saßen in den Achseln, auf den Augenlidern, Lippen. Manuel sprang auf und rannte, rannte schreiend, um sich schlagend, den Felsengang hinunter, schlug auf seinen Körper ein, zermalmte mit jedem Schlag ein Dutzend der schwarzglänzenden Körper, aber genauso viele strömten nach, sein Blick flackerte. Die Felswände flimmerten in wilden Farben, er roch verwesendes Fleisch, dann Erdbeeren in wildem Wechsel, das Parfüm einer längst vergessenen Geliebten, und tief in seinem Nacken saßen die Zähne aus Glas. Es war, als krallte sich ein Vampir auf seinen Rücken, und zugleich, als wäre er in ein riesiges Wespennest gefallen. Aus dem Fels der Höhlenwand preßten sich steinerne Gesichter und glotzten ihm entgegen. Wurzelhände ragten und griffen nach ihm, ein Schlauch aus Gesichtern und Händen. Erdmünder öffneten sich, Stimmen wie knirschender Kies schrien er kannte sie. Unter Wurzelhaaren und rissiger Felsenhaut erkannte er sie, Hunderte bekannte Gesichter aus Stein. Er hörte die kieselknirschenden Stimmen. Alle seine Quälgeister waren hier, zu einer Masse aus Gesichtern und Händen verbacken. Manuel rannte. Die schreienden Steinfratzen rasten vorbei. Sie schrien Vorwürfe, Anklagen, sie schrien Forderungen. Sie schrien ihm entgegen und hinterher ein Spießrutenlauf. Manuel wurde schwarz vor Augen. Alles schwankte. Sein Körper versagte. Er sackte in die Knie, sein flackernder Blick verwirrte sich in dutzenden schreiender Gesichter aus Stein. Die Zeit lief langsamer. Die krallenden Wurzelhände fuhren in Zeitlupe durch die klamme Luft des Felsengangs, tasteten nach ihm, versuchten ihn zu fassen. Er hatte keine Kraft mehr.